Giuseppe Verdis Oper Ein Maskenball, live aufgeführt im Olympiastadion der polnischen Stadt Breslau. Eine aufwendige Inszenierung am Rande der Fußball-EM und rund 18.000 Menschen schauen zu. Das ist doch mal was Neues, Vielfältiges, eine Oper im Stadion. Ich gucke jeden Tag Fußball auf der Fanmeile, da kann etwas Kultur nicht schaden. Für die EM habe ich keine Tickets gekriegt, jetzt bin ich aber wenigstens hier. Das Bühnenbild ist echt der Wahnsinn, das muss man gesehen haben. Ich wohne direkt an der Fanmeile, da brauche ich dringend mal eine Auszeit. Eben haben wir noch die EM geguckt, aber auch hier kriegen wir alle Ergebnisse mit und verpassen nichts. Wenige Stunden vor der Premiere, mehr als 100 Mitarbeiter in den letzten Vorbereitungen. Im zweitgrößten Stadion Breslaus finden zwar keine Spiele der Fußball-EM statt, dafür aber die aufwendigste Operninszenierung Polens. Eine Kulisse, die der bulgarischen Sopranistin Radostina Nikolajewa großen Respekt einflößt. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Stadion vor so vielen Menschen singe. Da lastet schon eine große Verantwortung auf meinen Schultern. Die Oper wird nur zweimal aufgeführt, am Tag vor und am Tag nach dem Spiel Polen-Tschechien hier in Breslau. Ein bewusst gewählter Termin. Die Stadt ist bereits voller Fußballfans und wir wollten ihnen einfach etwas mehr bieten, als nur auf der Fanmeile zu sitzen und Bier zu trinken. Seit 15 Jahren werden in Breslau Opern außerhalb des Opernhauses aufgeführt. Ob am Wasser, im Park oder auf Hausdächern. Vor 2 Jahren verlegte man zum ersten Mal eine Oper ins Stadion, spielte Turandot von Giacomo Puccini. Ich will die Leute mit diesen großen Spektakeln mobilisieren, in die Oper zu kommen. Selbst wenn sie nur mal für einen Akt vorbeikommen, um zu schauen, was hier los ist. Gerade unter den Fußballfans sind ja Leute, die vorher vielleicht noch nie in einer Oper waren. Das hier ist einfach etwas ganz anderes als in so einem geschlossenen Gebäude. Der Marktplatz der rund 600.000 Einwohnerstadt Breslau. Hier, mitten im Zentrum der Stadt, treffen sich die Fußballfans auf der Fanmeile. Gespielt wird im städtischen Stadion, das eigens für die EM gebaut wurde. Das Olympiastadion ist dagegen schon 85 Jahre alt. Olympische Spiele haben hier allerdings nie stattgefunden. Für die Künstler ist der historische Bau die perfekte Kulisse, um Fußball und Oper miteinander zu verbinden. The singers are also like football players. Sänger und Fußballer haben doch viel gemeinsam. Sie müssen immer in Topform sein, gesund sein. Sie müssen auf den Punkt konzentriert sein, um ihr Bestes geben zu können. Nächstes Jahr wollen die Breslauer mit einer Operninszenierung auch das neu gebaute EM-Stadion füllen. Giuseppe Verdis Oper Aida soll dann die Stadionbesucher begeistern.